Namaste, Namaste, willkommen auf unserem zweiten Kanal des Caimi Reports. Mein Name ist Marco Caimi, eure Temporary Person of Color. Ich versuche natürlich meine Ferienfarbe noch etwas zu halten, damit ich nicht noch mehr erbleiche, wenn ich da alles lese, was über uns widerständlich berichtet wird. Wir werden dann bei der nächsten Sendung nächste Woche darauf zurückkommen. Nun, in den Ferien hat man ja ein bisschen mehr Zeit trotzdem zum Nachdenken, und da sind es manchmal auch nicht nur gut, weil sind mir da einige schlafraubende Fragen hochgekommen. Aber vorher möchte ich noch einen Disclaimer machen. Also ich habe da ab und zu mal einen Bezug zur Religion in dieser Sendung. Ihr wisst, ich bin nicht wirklich religiös. Ich bin ein Agnostiker. Ich bin auch kein Atheist. Aber einfach, dass ich nicht denke, ich beginne jetzt dann noch mit Seminaren zum übers Wasser laufen. Ich glaube, das können andere besser, zum Beispiel Greta Thunberg oder so, die sich ja Jesus immer mehr annähert. Also, aber das muss doch gesagt sein. Trotzdem ein paar Fragen zum Nachdenken sind da schon hochgekommen. Zum Beispiel, nach wie vielen Toten in den USA wurde der Impfstoff gegen Schweinegrippe zurückgezogen, also eingestellt, kann man sagen. Der ist nicht mehr auf dem Markt, meines Wissens. Nun, ich habe die Zahl gefunden, es waren 53. Und die Frage, die ich jetzt hier coram publicam stellen möchte, ist, wie viele Opfer gab es denn nach den neuesten Super-mRNA-Impfungen? Ich sage keine Zahl, weil ich kann jetzt irgendeine Zahl sagen, oder? Und die ist garantiert falsch, weil es gibt auch verschiedene Quellen. Es kommt darauf an, wie die Quellen interpretiert werden, wer die anschaut, wer die publiziert. Und wenn ich jetzt irgendeine Zahl sage, dann heißt es irgendwie Medical False Information, oder? Und dann wisst ihr, was dann passiert, auch wenn wir auf dem zweiten Kanal sind natürlich. Bitte hinterlasst auch hier ein Abo. Es ist unser YouTube-Fallschirm, das wisst ihr. Übrigens bei LinkedIn bin ich irgendwie nicht mehr erwünscht gewesen gestern Abend. Also das ist das x-te Mal. Und dann habe ich versucht, mich wieder einzulocken. Dann ist gekommen, ja, Sie haben da erhebliche Einschränkungen erhalten. Sie müssen sich neu identifizieren mit Passkopie etc. Also wenn ich war ja schon genug. Man darf ja dort eigentlich nur die tollen Produkte, die man selbst verkaufen will, draufstellen, also quasi nach dem Motto, weiter, länger und schöner. Noch mehr Einschränkungen, also ich weiß es nicht, jetzt übers Wochenende bin ich garantiert dort nicht drauf, und ob ich mich dort nochmal einlinke bei LinkedIn, ich weiß es nicht. Der einzige Grund ist, dass ich wirklich viele nette Leute kennengelernt habe dort. Also mein Account ist ziemlich gefragt gewesen und gewachsen, aber vom Inhalt her kann man wirklich praktisch nichts bringen. Also follow me on Facebook, bleibt bei marcocaimi.ch, bleibt bei YouTube, aber dieses LinkedIn, das ist für mich wirklich mehr und mehr offenbar nur geschaffen, um irgendwelche Geschäfte zu machen, also das nur so nebenbei. Recherchiert mal selbst CDC oder VAERS, V-A-E-R-S, Vaccine, was weiß ich, Vaccine Adverse Event Reporting System, jawohl, Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS, CDC, das ist das englische, das amerikanische RKI, guckt euch das mal an. Aber bei der Schweinegrippe waren es also gut 50 Stück und dann war Feierabend. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kommt man zu solchen Aussagen wie der noch Präsident der Schweizer Taskforce? Wir könnten die Epidemie in 8 Wochen beenden, wenn wir uns alle impfen lassen. Finde ich spannend, also vielleicht guckt er zu, kann mir dann eine Antwort schicken. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Und vor allem, wenn ich dann praktisch gleichzeitig lese,
Lambda-Variante, möglicherweise resistent gegen Impfstoffe. Die bisher vor allem in Lateinamerika auftretende Lambda-Variante des Coronavirus steht seit einigen Wochen unter besonderer Beobachtung. Variant of Interest der Weltgesundheitsorganisation. Eine japanische Forschungsgruppe, also von Südamerika nach Japan, fordert nun die Variante als besorgniserregend, Variant of Concern, einzustufen. Also die arme Delta-Variante, die scheint jetzt langsam müde zu werden. Sie braucht eine Ablösung in Form der Lambda-Lambda-Variante. Und ich habe schon lange gesagt, Delta-Segeln, also das ist gefährlich. Es kommt jetzt noch etwas dazu, dank der Lambda-Variante, also auch Lambda-Tanzen nicht. Das ist ja kein Social und kein Physical Distancing. Kommt offenbar auch nicht mehr in Frage und die Verwirrung nimmt aber zu. In 8 Wochen ist die Pandemie vorbei, wenn wir uns alle impfen lassen. Dann kommen die Südamerikaner respektive die japanische Forschungsgruppe und sagt Concern of Interest, also gefährlich. Man ist verwirrt und da bleibt eigentlich nur die Packungsbeilage. Bei Risiken oder Nebenwirkungen zerreißen Sie bitte die Packungsbeilage und überfahren Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nun gehen wir aber in Medias Res rein. Genau. Und eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, so auf meinen Tour d'Horizon in der Recherche, geht mal zu DuckDuckGo oder ihr geht mal zu, die das lieber haben, zu Google und gebt mal ein Patent W0202006060600. Es ist spannend, was da herauskommt, wenn ihr das ganz normal offiziell eingebt, DuckDuckGo oder Google. Dann kommt sowas aus Cryptocurrency System using Body Activity Data. Also das ist schon noch spannend, eine Kryptowährung, die jetzt Body Aktivitätsdaten verwendet. Das ist ein Patent. Dreimal dürft ihr raten, wer das hat. Microsoft. Microsoft patents new cryptocurrency system using body activity data. Spannend, also das ist einfach eine Frage, ja, die jetzt nicht unbedingt so zur Beruhigung beiträgt, aber das ist noch nicht die letzte Frage. Ich frage mich auch, Cicero, Magazin für politische Kultur, finde ich nicht das übelste Printmedium. Weltenretter, die wundersamen Methoden des Bill Gates. Und da ist ja jetzt Entscheidung, wahrscheinlich noch nicht geschieden, dürfte länger dauern. Warum ist er relativ Buddy gewesen mit Jeffrey Epstein, der gehofft hat, eine neue humane Rasse mit seiner DNA, also nicht mit Bill Gates, sondern mit Jeffrey Epsteins DNA heranzuzüchten. Das ist New York Times, auch offiziell, kurz vor seinem Tod war das. Und auch The Guardian, Epstein reportedly hoped to develop super race of humans with his DNA. Also das, warum jetzt da, ihr habt das gesehen, dieses Patent da, dann diese Nähe zu Jeffrey Epstein, der ja auch religiös ist, weil er hat ja auch einen Tempel gebaut auf einer seiner Lolita Virgin, was weiß ich, Islands und seine Freunde haben gesagt, ja, er hat halt gewusst, dass das nicht so optimal ist, was er da macht geschäftlich, da mit diesen jungen Mädchen, die er vermittelt hat. Und er ist dann halt in diesen Tempel gegangen, um gewissermaßen Ablasshandlungen zu vollbringen, um zu Jesus und Gott zu beten und so weiter. Ja. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Er hat da auf seinem Tempel auch so eine Eule drauf. Und jetzt geht ihr bitte wieder zu DuckDuckGo oder zu Google und tippt mal ein Bohemian Groove. Und das ist, ihr seht das selber, was das ist. Das ist ein Ritual, das es seit vielen Jahrzehnten gibt. Dort trifft sich La Clique Elite der Wirtschaft, der Politik und dort werden Puppen verbrannt.
Und man versucht dort eine Reinigung zu haben. Böse Zungen bezweifeln ein bisschen, ob es das immer nur Puppenopfer sind, oder? Und dort seht ihr genau die gleiche Eule, die ihr da auf dem Tempeldach von Jeffrey Epstein seht. Also diese Eule hat auch eine Bedeutung, ist auch das offizielle Zeichen dieser Bohemian Groove. Das ist so wie, ich möchte ja niemandem zu nahe treten, das ist wie eine Art Studentenverbindung, einfach für nicht mehr ganz so junge Menschen, oder? Also das gibt schon lange, da war Schmidt war dort, Obama war dort, Bush war dort, alles Mögliche, was Rang und Namen hat, war dort. Da gibt es offizielle Bilder davon. Aber kommt natürlich kein Journalist wirklich da unter normalen Umständen rein. Gleiche Eule, gleiches Zeichen wie auf dem Tempeldach von Jeffrey Epstein, der relativ nahe an Bill Gates war. Frage, komische Frage. Und geht ihr bitte nochmals zu DuckDuckGo oder Google und tippt ein Marina Abramovic, Spirit Cooking. Und da findet ihr ganz interessante Sachen. Marina Abramovic ist so eine sogenannte Performance-Künstlerin. Sie war auch schon in Basel. Da saß man dann, man konnte dann in ein Zimmer gehen, nach Voranmeldung zu ihr und saß dann, ich weiß nicht mehr genau, 20 oder 30 Minuten und musste ihr einfach ins Gesicht schauen und man durfte nicht blinzeln. Ja, ein hochspannendes Experiment natürlich. Er macht Einspruch. Und ja, ich habe das ja auf Pizzagate, das wir nicht auf YouTube haben, sondern auf marcokaimi.ch, habe ich ja mal ein bisschen schon berichtet über diese Dame, die viele Jünger hat, auch aus der Kultur, aus der Popkultur, wie Gwen Stefani. Dort gibt es dann diese Abendessen. Ihr seht da die Dame, das gibt dann Tische, da sind Öffnungen ausgeschnitten. Dort sitzen lebende Models drin über Stunden. Das ist also ein echter Kopf. Die haben dann auch Windeln an, weil die dürfen ja nicht weg auf die Toilette während dem Essen da. Und die Gäste haben oft dann weiße Laborschürze an. Das ist auch noch eine spannende Geschichte. Also Gwen Stefani, ich glaube von der Band No Doubt, dann auch Miley Cyrus, die ja da als unschuldiges Mädchen Hannah Montana Karrierestart gehabt hat. Und ich meine, ihr könnt euch mal auf YouTube das neue Video mit Dua Lipa von Miley Cyrus anschauen, Prisoner. Ich darf das nicht bringen, erstens wegen Urheberrechten und zweitens würde es dann heißen wegen verstörenden Bildern. Aber ich kann euch sagen, guckt euch das an, featuring Miley Cyrus, featuring Dua Lipa, das neueste Musikvideo Prisoner. Es geht extrem blutig zu und her. Auch Lady Gaga ist eine Jüngerin, kann man sagen, von Marina Abramovic. Und Abramovic hat auch so einen Kult mit Schlangen. Und man weiß ziemlich offiziell, dass sie so ein mentaler Coach ist, auch von Bill Gates. Und ich frage mich, er hat seinen Mentalcoach Marina Abramovic, die bekennenderweise zu Satan betet. Er vereinigt sich mit Jeffrey Epstein, der mit seiner DNA eine, überhaupt nicht größenwahnsinnig, nein, ganz bescheiden, eine neue Menschenrasse züchten will. Baut Tempel, Eulen drauf, die die gleiche Symbolik haben wie bei diesem Bohemian Groove. Und da stelle ich mir einfach, wenn ich gerade Zeit habe natürlich, nur die Frage, ist er wirklich so ein großartiger Philanthrop, wie die meisten Mainstream-Medien ihn darstellen. Hier steht übrigens auch interessant, das ist die Titelstory gewesen von Cicero, ich sehe kein Fragezeichen. Also das ist eine affirmative Aussage. Also ja, offenbar auch für Cicero, von dem ich doch noch ziemlich viel Respekt habe, diesem Magazin, ist er tatsächlich ein Weltenretter. Fragen über Fragen, meine Damen und Herren. Und wir bleiben noch einen Moment bei diesem Weltenretter, hat es ja auch verdient.
Zusammen mit einem weiteren Weltenretter, George Soros, der heißt eigentlich gar nicht Soros, sondern Schwarz, ist jüdische Religion und stammt ursprünglich aus Ungarn. Und diese beiden Weltenretter und Gentlemen, die nur das Beste wollen für die Menschheit, haben jetzt auch Mologic gekauft. Und Mologic wird sehr stark in diesen Covid-19-Testungen einsteigen. Und ihr wisst oder auch nicht, dass das CDC behaftet mich nicht ganz genau, ich meinte ab Dezember, vielleicht aber auch Januar, die bisherigen PCR-Tests nicht mehr anerkennen wird, weil Begründung des CDC, weil die nicht unterscheiden können zwischen der Flu und SARS-CoV-2, also die klassische Grippe, Influenza und SARS-CoV-2, könnten die nicht unterscheiden. Ich finde das noch eine relativ schnelle Erkenntnis, dann Dezember 2021, nach etwa ein, drei Viertel Jahren, merkt man, CDC, offizielle Behörde, dass das vielleicht nicht optimal war, diese ganze Diagnostik mit diesem PCR-Test. Gut, andererseits muss man sagen, dieser PCR-Test hat ja auch kaum Einschnitte in unser Leben, in das soziale Leben, in das psychische Leben, in das wirtschaftliche Leben. Generell in das Zusammenleben der Menschheitsfamilie praktisch keine Einschnitte gebracht. Und es wächst zusammen, was zusammengehört, nach Willy Brandt. Und darum machen jetzt diese beiden Gentlemen noch etwas, rücken sie noch etwas näher zusammen geschäftlich. Mit Mologic und Forbes, Magazin Forbes, George Soros und Bill Gates haben jetzt da für 41 Millionen diese ganze Geschichte erworben. Und interessant da, sie haben da offenbar auch die Launch, also die Gründung einer neuen Initiative, Global Access Health, GAH, und die haben eben Mologic Ltd. Limited, die Firma, die Laborfirma oder Technologie-Laborfirma, die ich gerade gezeigt habe, gekauft. Best known today for the deep nostril technology, also das ganz tief da, die Nase hoch, ihr kennt das, die Tests vielleicht. Und die werden das jetzt, also den Markt da neu aufmischen mit schnellen Covid-19-Tests, die dann eben unterscheiden sollen, können sollen zwischen Influenza und SARS-CoV-2. Und der Test kann auch benutzt werden für Denkfieber, Bilharziose und Flussblindheit. Hochspannend, ich glaube wirklich, die beiden, das müssen ganz, ganz tolle Menschen und großartige Philanthropen sein. Und mein, ganz ehrlich, die Freunde, die kann man sich ja nicht immer nur aussuchen, oder? Also ob das jetzt Jeffrey Epstein oder Marina Abramovic ist. Ich denke, ja, da müssen wir trotz deinem Protest, da müssen wir, lieber Georg, da müssen wir darüber hinwegschauen. Aber es ist nicht die letzte Frage, die mir hochgekommen ist. Geht mal zu DuckDuckGo oder geht mal zu Google und tippt ein Papst und Schlangenkopf. Und da kommt ihr auch auf interessante Bilder im Vatikan. So, ich glaube, die Empfangshalle des Vatikans, die ist wirklich gebaut wie ein Schlangenkopf. Was will uns das sagen? Custos Sancto. Wenn man da einen Schlangenkopf daneben stellt und mit der Empfangshalle. Irgendwie, ich finde das noch kreativ. Also es ist, muss man erst drauf kommen. Also ich habe da auch überhaupt keine Hintergedanken. Wie könnte ich bei einem solchen Gesandten und Vertreter Gottes überhaupt Hintergedanken haben? Aber es ist schon spannend. So, Empfangshalle des Vatikans, dem Epizentrum der katholischen Kirche und Religion. Also Kirche auf jeden Fall, Religion bin ich mir nicht ganz sicher. So mit einem Schlangenkopf, weil, und Abramovic zum Beispiel hat ja auch jene Schlangenkults, und wenn man da auch zu weit zurückgeht in die Geschichte, die Schlangenkinder, ist noch spannend da, ohne dass ich jetzt da ganz tief in David Icke eintauchen möchte. Kann man mal nachlesen, nicht so schlecht. Ja, und jetzt wird's, die Fragen werden gehen weiter. Der satanische Tempel in Texas, der hat jetzt eine Klage gemacht, dass sie ihre quasi ihre Rituale, ihre Opferrituale
nicht mehr machen dürften. Also interessant. Ja. Weil sie argumentieren, dass das ja permanent Rituale stattfinden würden, Opferrituale, und sie sprechen an, dass man ja sogar für Abtreibungskliniken ganz unkompliziert Werbung machen dürfe. Irgendwie auch noch einen interessanten Vergleich da. Dann, ihr habt ja meine Vorliebe für die Rainbow-Bewegung, die kennt ihr ja, es wird nicht die letzte sein. Und das geht jetzt eben, was ich ja auch schon gesagt habe, es ist ja immer, es geht immer top-down, man beginnt so ein bisschen was in den Raum zu stellen und schaut dann, wie passiert, was passiert da. Das kommt aus der Fabian Society, haben wir auch schon ein Video darüber gemacht, das hat auch Juncker gesagt, der Vorgänger von der Leyen. Wir machen etwas mal und schauen, wie reagiert Publikum, und dann je nachdem machen wir Schritt zurück und dann zwei Schritt vorwärts, und das Nudging, das Antippen da, man kann es schon fast auch Grooming nennen, und diese ganze Rainbow-Geschichte da, die jetzt immer mehr offenbar auch in die Frühsexualisierung, in eine spezielle Frühsexualisierung mündet, geht jetzt auch zu den Muppets, oder? Und da gibt es da den Gonzo, dann gibt es einen Film, findet ihr auf YouTube. The princess who came to your ball tonight was me, sagt Gonzo, oder? Und dann outet sich Gonzo und sagt, I'm Gonzorella. Und dann kommt da die übliche Mannschaft, but Gonzo, why didn't you tell us? Aber Gonzo, warum hast du uns nicht gesagt, dass du aus Gonzo Gonzorella geworden bist? Oder? Und dann kommt Gonzorella Gonzo und sagt, because you all expected me to look a certain way. Also das heißt wieder ganz klar, ja, ich habe mich ja nicht getraut zu outen, weil ich habe ja erwartet, dass ich mich als Gonzo, eben als Junge zeige, und dabei fühle ich mich doch viel eher als Gonzorella. Ich möchte das nicht weiter kommentieren, es ist einfach ein Fragezeichen, das ich mir auch hier mache, wo führt das wohl noch hin? Es ist nicht so, dass ich jetzt da verbissen bin oder irgendetwas, aber es hat einfach wieder die ganze Klimageschichte. Oder ich meine, ganz ehrlich gesagt, es kann heiß sein wie vor zwei Sommern, es kann heiß sein, dann ist das Klima schuld, dann kann es normal sein, dann ist das irgendwie eine trügerische Ruhe, dann kann es kalt sein und sehr viel regnen wie jetzt, dann ist das auch der Klimawandel schuld. Also es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, die Wettergötter, die können eigentlich machen, was sie wollen, wenn es dann noch die Wettergötter sind und nicht andere. Es ist einfach immer der Klimawandel schuld, und das ist diese klebrige Nähe von diesem ganzen familiengesellschaftszerstörenden Impulsen, die da kommen, bis zum Klima, bis zum Bargeld, Energie, Strom und so weiter. Es geht nicht einfach irgendwie um dieses Virus alleine, sondern es ist wirklich dieses Multipackage, das wir da haben, und da dürfen wir die Übersicht einfach nicht verlieren. CDC, Center for Disease Control and Prevention, die sprechen von grünen Zonen, Green Zones, und reden hinten dran aber gleich über Quarantäne und Isolation. Und zwar, die planen da wirklich solche Quarantänestationen all over the country, über das ganze Land verteilt da. Ich weiß nicht, wie weit diese Bauprojekte schon sind. Ich möchte da auch keine historischen Vergleiche machen mit dem Burenkrieg oder mit neuzeitlicheren Events, die passiert sind. Aber schon interessant, was da geht. To prevent COVID-19 infections in humanitarian settings. What is the shield approach? Also da werden dann so wirklich, muss aufpassen, das ist nicht das falsche Wort, so Siedlungen geplant, gebaut, oder? Und zum Beispiel, da steht dann auch, each green zone, also jede dieser Zonen, green, wenn man etwas green nennt, ist es ja immer primär positiv, oder? Has a dedicated latrine bathing facility for high risk individuals. Also die sprechen schon von Latrinen in diesen Quarantäne-Settings, nennen wir es mal so, die da aufgebaut werden. Also ich weiß nicht, irgendwie kann man dann nicht mehr zu Hause in Quarantäne sein, was über den PCR-Test schon mal auch ein Fragezeichen, mindestens eines verdienen würde. Nein, es geht jetzt eben in diese
in diese Settings da rein und das wird dann auch weiter beschrieben. Das alles findet ihr alles auf der CDC-Homepage, hochoffiziell, oder? A group of shelters such as schools, community building und so weiter. Die nennen das Wort, wir sind ein Camp or Sector. Sektor und maximal 50 High-Risk Individuals per Single Green Zone, also pro Green Setting Zone, oder? Wo High-Risk Individuen physisch zusammen isoliert sind. Ja? Und ein Eingangspunkt ist definiert, um doch noch ein bisschen Food und so zu bringen. Die Insassen dort, die dürfen sich dann in einer Meeting Area treffen, oder? Und es gibt auch eine Interaktionszone, haben wir schon gesehen, solche Bilder, mit Haag, Maschendrahtzaun, oder? Physical, immerhin nennen sie es schon Physical und nicht Social Distancing, 2 Meter. Aber no movement into or outside the green zone. Also das ist alles 21. Jahrhundert, 2021, läuft über ganz offiziell CDC, Center for Disease and Prevention, Disease Control and Prevention. Fragezeichen, Fragezeichen, ich kann euch noch nicht ganz erlösen, bald. Elon Musk, auch einer meiner ganz speziellen Freunde, twittert da mit seinen Chips, die er da ins Hirn einbauen will, Short-Term, Hirnprobleme und Rückenmarksprobleme zu lösen, kann man ja noch dahinter stehen, aber Long-Term, eine Symbiose zwischen Menschen und AI. AI ist Artificial Intelligence, also eine Symbiose zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz. Und darum habe ich den Disclaimer gemacht, weil da findet man in der Bibel, Daniel, Luther Bibel 1912 und so weiter, und dass du gesehen hast, Eisen und Ton vermengt, werden sie sich wohl nach Menschengeblüt untereinander mengen, aber sie werden doch nicht aneinander halten. Gleich wie Eisen und Ton nicht mengen lässt. Also vielleicht kann die Technik dem Menschen helfen, aber Technik und Mensch zu verschmelzen, das führt dann zu Transhumanen, zu Cyborgs. Und das ist die Frage, ob die Gesellschaft das will, diese speziellen Gedanken von Elon Musk zu übernehmen. Übrigens interessant, ihr seht da Texas. Elon Musk ist weg von Kalifornien, weil das war ihm dann doch etwas zu linkslastig, progressiv, kommunistisch, globalistisch. Also er hat da seine Koffer gepackt in Kalifornien und ist jetzt in Texas. Also offenbar spürt er schon auch noch, was Lebensqualität sein könnte. Und die gibt es in Kalifornien doch mit wesentlich mehr Einschränkungen. New York Post schreibt ja, could Elon Musk's Neuralink brain chips make us all as smart as he is? Wäre doch schön, wenn wir alle wären wie Elon Musk, dann würde jeder noch ein eigenes Auto erfinden und so weiter. Das Internet der Dinge, dazu braucht es ganz viele Satelliten, das heißt dann nicht Neuralink, sondern Starlink, da ist schon einiges, das da herumfliegt und auch in diesem Sommer fliegen gelassen wurde. Das Internet der Dinge, also wo man irgendwo auf den eigenen Kühlschrank zurückgreifen kann, das ist super, ich freue mich dann schon, die Toilette, wo dann mein Stuhlgang dort reinfällt und dann mit diesem Internet der Dinge werden sofort meine Leberwerte an den Kühlschrank vermittelt, oder? Und wenn meine Leberwerte nicht so gut sind, dann öffnet sich dann der Kühlschrank nicht, weil ich dann kein Bier herausnehmen darf. Also ich muss dann zum Wasserhahn gehen und dort Wasser trinken. So, das ist dann das Internet der Dinge. Tolle Sache, auch das nennt man Fortschritt. Eine Spielerei, also was einem einfach so in den Sinn kommt in den Ferien, wenn man Corona mal ein bisschen arithmetisch oder quersummenmäßig anschaut, dann sieht man, Corona hat 6 Buchstaben und wenn man schaut, wo die Buchstaben im Alphabet stehen und das dann subsumiert, dann kommt man auf 66, also das Wort besteht aus 6 Buchstaben und die Quersumme ist dann 66, gibt the number of the beast, 666 hat ein Georg, das hat überhaupt gar keine Bedeutung, das ist nur so eine
Es ist einfach, wenn man in Österreich aus den Cafés geschmissen wird, das nicht getestet und dann, ja, was, und schon 2 Jahre verheiratet ist, also dann kommt man einfach auf solche komische Ideen da. Es gibt noch etwas anderes, das aber jetzt nicht von mir. Was heißt eigentlich Covid-19? Das ist ja noch spannend, oder? Certificate of Vaccination Identification. Covid und das 1-9. 1 ist der erste Buchstabe A und 9 ist der 9. Buchstabe I, künstliche Artificial Intelligence. Aber das ist jetzt nicht eine Ferienspielerei, das ist von, ihr wisst, von unserem großen Guru, von Klaus Schwab, und er spielt ja auch mit diesen Dingen zusammen mit seinem Co-Autor Thierry Malleret in diesem sehr speziellen Buch. Und ich drehe langsam auf die Zielgerade. Ich finde es schon auch spannend, wie man versucht, extrinsische Motivationsarbeit zu leisten, um zu impfen. Also Late-Night-Impfen mit DJ-Cocktails und Foodtruck, alles kostenlos, Impfzentrum Solingen. Die Wirtschaftswoche, ich habe jetzt mal ein neues Medium genommen, das auch sehr seriös ist, nicht immer New York Times oder Blick oder Wirtschaftswoche, glaube ich, ist sehr seriös. Geschenke für Geimpfte, hier gibt es die schrägsten Impfanreize. Also über die Bratwurst haben wir auch schon gesprochen, und er sagt, du bist doch geimpft. Und woher weißt du das, sagt sie, und er sagt, du riechst nach Bratwurst. Also großartig. Also es gibt alles in Deutschland, und Deutschland ist ja wirklich ein super Land, oder? Und das wissen wir auch spätestens seit Berlin am 1. August. Eine sanfte Polizei, die lange Leine gehabt, sehr viel Toleranz gehabt. Ich habe das Gefühl, Germany is really fucked up. Egal, gehen wir zurück zur Wirtschaftswoche. Regierungen weltweit verfolgen derzeit ein Ziel, Impfmuffel zum Impfen zu bewegen. Ideen gibt es viele, etwa Geldprämien, geschenkte Hühner oder Schusswaffen. Ein Überblick zeigt die skurrilsten Impfanreize der Welt. Möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wirtschaftswoche, immer noch die Quelle. Impflotterie, Geldpreise, Studienplätze und Freikarten. Allein für die erste Ziehung hatten sich 2,7 Millionen Menschen registriert. Also bitte, Roger Schawinski, oder? Da kannst du jetzt nicht kommen und sagen, ich habe es erfunden, meine Idee gesehen, who cares? Nein, hast nicht du erfunden, da waren die Amerikaner wahrscheinlich diesmal vor dir. Genau, genau. Hühner und Ziegen zur Spritze. Auf der Insel Java freuen sich die Geimpften über Ziegen, und Thailand verlost Kühe. In Peking gibt es nach der Impfung oft Eier oder Mehl, manchmal auch Gutscheine für Kinos. Andere chinesischen Städte haben Hunde oder Hähnchen verschenkt, kann man ja auch essen in China, also die Hunde. Luxus pur hingegen erwartet Impfwillige in Hongkong. Hier werden Teslas verlost, würde ich gleich weiter verschenken. Luxus-Apartments oder Privatpartys in einem Airbus. Niklas, da würden wir uns noch vielleicht doch noch ein Boarding machen unter Umständen, oder? Und so weiter und so fort. Aber Freiflüge und Kreuzfahrten trotz Reisebeschränkung, schreibt die Wirtschaftswoche, und so weiter. Die Restaurantkette Krispy Kreme verteilt kostenlos Donuts an Kunden. Andere Fastfood-Buden locken mit gratis Pommes, Hotdogs oder Pizza. Die Apothekenkette CVS verlost zusammen mit einem Reiseveranstalter 100 einwöchige Kreuzfahrten. Bei der Fluggesellschaft United gibt es für 5 Impflinge, also ist toll, die Sprache ist auch neu, Impfmuffel, Impflinge, bis zu 26 Freiflüge zu beliebigen Destinationen zu holen. Tinder, jetzt wird es spannend, das mit dem Niklas, das mit der Private Party im Flugzeug. Tinder und andere Dating-Plattformen verteilen einen kostenlosen Premium-Status, also Tinder, ne? Wisst ihr so, wisch, wisch. Es ist wirklich geil, zuerst impfen, dann ficken, und wunderbar, und ja, yeah, get that shot in me, und gleichzeitig bekommt man noch die Software of Life von dieser Superfirma Moderna, die seit Jahrzehnten ein gutes Produkt nach dem anderen lanciert. Fragen über Fragen, auch zum Beispiel, wie kann es zu solchen Verklumpungen des Blutbilds kommen nach einer medizinischen Maßnahme? Ich habe vergessen, was es für eine ist. Ich habe es jetzt wirklich. Ich werde älter und trotzdem, ich weiß nicht mehr, aber es ist schon vorher,
ich frage, ich habe es vergessen, ich werde es rausfinden, Und, ich frage mich auch, was ist deren Zukunft da? Und ja, wir haben es ja gehört im Züchtigsclub von Schnecke aus Bern, Pierre-Alain Schneck, der Gesundheitsdirektor. Ja, die meisten Kinder, für die ist das alles überhaupt kein Problem, weder dass sie nicht auf den Spielplatz durften, dass sie keine Kameraden treffen durften, die Maske, das Homeschooling, ist für die meisten Kinder überhaupt kein Problem. Und wenn das der Gesundheitsminister vom Kanton Bern sagt, dann wird es so sein. Also eigentlich eine unnötige Frage von mir. Die Zukunft, the future is bright. Auch ohne rosa Brille, ich ziehe die Frage wahrscheinlich ein bisschen zurück. Und höre auf, da Evangelium nach Matthäus, Kapitel 24, gefunden bei der Universität Innsbruck. Wir waren ja im Tirol, oder? Die Rede über die Endzeit. Und was haben die da, was haben wir da? Ah, als Jesus den Tempel verlassen hatte, wandten sich seine Jünger an ihn und wiesen ihn auf die gewaltigen Bauten des Tempels hin. Das nützt offenbar nicht so viel bei uns, wenn wir auf diese Sachen hinweisen. Und Jesus antwortete, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen, ich bin der Messias, und sie werden viele irreführen, diese Messias, die da dann so kommen. Und wir sind ja bei den Kindern mal stehen geblieben. Denn es wird manch, immer noch Matthäus 24, denn im Endzeit, denn es wird manch falscher Messias und mancher falscher Prophet auftreten. Und sie werden große Zeichen und Wunder tun und wenn möglich auch die Auserwählten irreführen. Und ganz schön ist Matthäus 24, 28, überall wo ein Aas, da sammeln sich auch die Geier. Und die Frage, die wir uns natürlich hier drin stellen, wie geht es weiter? Wer kann uns alle diese Fragen beantworten? Wie kommen wir wieder aus diesem Star Wars, aus diesem Warzone raus? Wir werden in der nächsten Sendung mal ein bisschen über Kriegsrhetorik sprechen. Wer kann uns da rausführen? Ich glaube, es ist nur er, Klaus. Und er zieht sich ja auch schon an, so wie ein, was weiß ich, ein Raumschiff Enterprise, Star Trek Commander, aber, meine Damen und Herren, er hat die Lösung ganz klar. Short, we need a great reset. Ja, ich glaube eher, es gilt mehr denn je, alle Macht dem Souverän. Amandla, Avetu, ihr seid auf dem zweiten Kanal, bitte, bitte hinterlasst ein Abo, Glocke, Daumen hoch und wir wünschen euch alle einen ganz schönen Sonntag und wenn ihr impfen geht, ihr habt ja die Auswahl, Bratwurst, Kreuzfahrt, Tinder-Premium-Abos. Gut, dass jetzt mit diesen Privatpartys im Flugzeug, das dürfte wahrscheinlich schon schwierig zu bekommen sein. Aber schaut genau hin, also lasst euch nicht abspeisen da mit einem Fast-Food-Gutschein. Es gibt da ganz andere Möglichkeiten. In dem Sinn, genießt den Sonntag, guten Start in die neue Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Saludos a todos, salut zusammen.